Hello, hello. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch mal kurz live komme, um mit euch die Montagsangebote durchzugehen. Genau. Oh, mir juckt heute so die Nase. Hallo, liebe Melli. Hast du die Montagsangebote schon studiert? Ich bin der Meinung, dass das bald mit den Montagsangeboten vorbei ist. Ich glaube nicht, dass das mehr so lange geht, weil es ist ja doch schon, dass ich teilweise also die Sachen wiederholen, ne? Genau. Ja, dann drehe ich euch mal kurz und dann schauen wir uns mal an. So. Ist nichts Besonderes mehr dabei, genau, weil sich eben viele, viele Produkte auch wiederholen, ne? Das, was eigentlich, ich glaube, was heute drin ist von den Lampen, ich glaube, die waren auch schon mal dabei, ne? Ist zwar schon eine Weile her, aber die waren, glaube ich, auch schon mal dabei. Oh, mir juckt meine Nase von Dexter Hacke. So, einmal drehen. Fangen wir mal an. Ich schiebe euch mal noch ein bisschen nach vorne. Da sind die Montagsangebote. Ach ja. Es sind einige Bars drin. Was ich dann noch dazu sagen muss, wir haben im Moment eine neue Incentive am Laufen. Danke. Ja, das sind so meine Sommernägel im Moment. Wir haben eine neue Incentive am Laufen und wir haben in einem gewissen Zeitraum die Möglichkeit, 100 Bars und 25 Pots zu verkaufen, also Doppelpack, ne? Die sind ja nur im Doppelpack. Und wir können einen coolen Preis gewinnen. Also für jeden gekauften Bar unterstützt ihr mich damit und ich wäre euch sehr, 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 sehr dankbar dafür. Genau, das dazu. Fangen wir doch mal an. Wir haben dabei den Bar Pink Rhabarber Sugar. Also ich bin schon müde. Ich muss sehen, dass ich alles ordentlich ausspreche. Rosa Rhabarber, gesüßt mit prickelnder Himbeere und einer extra Portion Zucker. Also der ist wirklich, der ist aus der fruchtigen Kategorie und ja, ist einfach ein Sommerduft. Ne? Ich werde auch immer wieder gefragt, hast du denn im Sommer auch Lampen an? Ja, natürlich habe ich im Sommer auch Lampen an, auf jeden Fall. Klar, ich will ja auch, dass es im Sommer gut duftet bei mir. Dann haben wir den Bar Metformellen. Der ist, glaube ich, auch aus der fruchtigen Kategorie. Saftige, frisch geerntete Honigmelone ist mit Fräschen und wildem Mohn geschmückt. Dann haben wir einen Zen-Zirkel. Fresh Cut Daisy. Ist auch ein cooler Sommerduft. Ab ins Auto damit. Und ihr habt, also Sensi gibt die Garantie für 14 Tage Duft. Es kommt immer auf die Duftrichtung drauf an. Man muss es einfach ausprobieren. Die sind natürlich nicht nur fürs Auto, ne? Die kann man auch in die Sporttasche, die kann man, ach, was weiß ich, überall eigentlich benutzen. Ne? Dann haben wir hier Magnolia Leinen. Also das ist ja inmitten eines Gartens mit Magnolien und Heckenkirschen tanzt sonnengewaschenes Leinen in der Brise. Also wo der damals rauskam, habe ich gedacht, cool, so ein Leinenduft, ne? Zählt hier eigentlich unter die frischen Düfte, ist aber mehr so das Blumige, also finde ich zumindest. Also ist meine Duftbeschreibung. Genau, in den Kleiderschrank kann man die Scentzirkel auch hängen.
Und dann haben wir Daydream Oasis als Bar. Ist auch ein frischer Duft. Verlieren Sie sich in süßer Melone und Visionen von leuchtenden Birnenblättern und Seerosen. Genau, dann haben wir ein Scentpack Luna. Luna, einer meiner Lieblingsdüfte. Mit Luna bin ich damals bei Sensi gestartet. Sollte man eigentlich von ausgehen, wenn es der Lieblingsduft ist oder einer der Lieblingsdüfte, dass man eventuell vielleicht auch die Duftbeschreibung schon mal auswendig kennt. Aber das kann ich mir echt nicht merken. Weiße Blüten, Jasmin, Duftwicke und Fräschen, saftige Beeren und Sandelholz, berauschend wie eine Nacht und das silbern schimmernde Mondlicht. Also das Sandelholz, das ist nochmal so das i-Tüpfelchen auf diesen Duft obendrauf. Dann haben wir den Textilerfrischer Magnolia Leinen, auch nicht schlecht. Make-A-Splash, Allzweckreiniger, Konzentrat ist jetzt schon mehrmals mit in den Montagsangeboten gewesen. Make-A-Splash ist mein absoluter Lieblingsduft. Ich mag diesen Duft und ja. Benutze größtenteils diesen Duft zum Putzen fürs Badezimmer. Ich habe den Duft in der Lampe eigentlich fast alles. Genau. Dann haben wir die elektrische Mini-Duftlampe Crowned in Gold mit Wandstecker. Ich zoome euch das mal ein bisschen ran. Das ist so. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das sind so geometrische Dreiecke sind da drin. Und die Teile, die brechen das Licht. Also wenn die im Sonnenlicht ist, die hat so viel Farbspiel. Das ist echt mega. Dann hat die hier ja den goldenen Rand. Diese glänzende elektrische Mini-Duftlampe hebt geometrisches Glas mit einem unerwarteten krönenden Goldakzent auf neue Höhen an. Genau. Ist 10 cm hoch, sie ist aus Glas. Hier als Wandstecker. Ach so, dann müsste ich vielleicht auch mal ein bisschen da drehen. Hier seht ihr sie auch. Die macht ein tolles Licht. Die macht ein richtig gemütliches Licht. Genau, dann haben wir die Salerno mit Wandstecker. Das ist eine schlichte, weiße Keramiklampe mit ja, wie soll ich sagen, mit diesen Blumen da drauf, so in 3D-Optik. Und da steht, inspiriert von den traditionellen Motiven der süditalienischen Keramikkunst, setzt dieses geprägte geometrische Design ein schlichtes, aber beeindruckendes Statement. Die ist 9 cm hoch und ist aus Keramik. Genau. Passt eigentlich überall rein. Passt rein. Ja. Also, ich würde sagen, dass man das echt so, diese weiße, schlichte Lampe, dass das überall reinpasst. Egal, ob man altmodisch eingerichtet ist oder ob man, ja, so shabby look oder was weiß ich, was es da noch alles gibt, ne? Von daher würde ich sagen, passt diese Mini-Duftlampe wirklich überall rein. Hallo, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Dann haben wir eine Duftblume, die Buttercup Belle. Das ist die kleinere. Ich verwechsel das immer wieder. Ich verwechsel es immer wieder. Es ist die kleinere. Hibiskus, Ananas und ein Hauch süßer Mandarine erzählen eine zauberhafte tropische Geschichte. Es ist blumig, aus der blumigen Kategorie. Und ja, Hibiskus, Pin-Up-Apple muss man lieben, muss man mögen. Und dann haben wir einen Kaba in Apple and Cinnamon Sticks.
Ich glaube, das ist gar nicht so mein Duft. Apfelschale, würziger, weißer Kürbis mit einem Hauch von Eiche. Also der geht dann schon wirklich in die hölzerne Richtung. Ist so nicht meins. Dann haben wir noch mal einen Senfzirkel, Lemon Sorbet, voll der Sommerduft. Ist aus der Kategorie Zitrus. Frisch geraspelte Zitronen und Grapefruchtschale versüßt mit Zuckerrohr. Ach, ich liebe den gerade im Herbst, Winter. Oh, ich mag diese hölzernen Düfte sehr, 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 sehr selten. Das ist echt nicht so meins. Ich stehe echt wirklich so auf dieses Frische oder dieses Blumige, dieses Fruchtige. Das ist so meins. Diese schweren Düfte. Ich mag auch keine Food-Düfte. Das ist auch nicht so meins. Ich stehe echt so auf das Süße, Fruchtige, Frische. Genau. Und wir haben ein Scentpack Clothesline. Kommt auch aus der frischen Kategorie. Knackige grüne Duftnoten, Orangenblüte, cremiges Veilchen und sogar der Hauch eines weißen Weidenkorbs lassen Sie den Duft von frisch gewaschener, natürlich an der frischen Luft getrockneter Wäsche genießen, wann immer Sie möchten. Genau. Ja, ich würde sagen, das waren unsere Angebote. Wie gesagt, ich freue mich über jede Unterstützung, die ich von euch kriegen kann für unsere Incentive. Und ich verlinke euch dann gleich nochmal in der Story die Seite. Hallo Andrea! Ich drehe euch nochmal um. Ups, da ist sie wieder. Ich sehe heute echt müde aus. Müde, müde, geht zur Ruhe. Schließe beide Äuglein zu. Heidenei, Heidenei, Heidenei. Wen haben wir denn hier? Die Duftschmugglerin. Hallöchen. Jetzt bin ich hier wieder völlig durcheinander. Ach Gott im Himmel. So, dann wollte ich euch eigentlich noch mal hier diese Crowned in Gold vorstellen. Gold, eben wegen diesem Goldring, der ja hier oben dran ist. Und ihr seht das hier im Licht, ne? Also es ist jedes Dreieck, jedes geometrische Dreieck, meine Güte, hat echt eine andere Farbe. Das ist, wie der Lichteinfall ist, ne? Das ist ja alles mit dabei. An Regenbogenfarben. Also ich finde die echt klasse. Gerade wenn man, ich sage jetzt mal, die Steckdose so auf normaler Höhe hat und da die Sonne drauf scheint. Richtig, richtig cool. Richtig cool. Und für 17,50 € machst du nichts verkehrt. Ne? In Bar dabei, da bist du bei 22, 23 € plus Versandkosten. Oder über mich, über eine Sammelbestellung. Und somit kann man das mal testen. Somit kannst du Sensi gerne mal testen. Und du kannst es natürlich auch als Geschenk, ne, als Geburtstagsgeschenk. Also es gibt so viele Möglichkeiten. So, so viele Möglichkeiten. Genau. Jetzt gucke ich mal, ob hier noch irgendwelche Fragen aufgetaucht sind. Das ist da, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Und jedes Mal springt dieses Bild um. Genau. Sind so jetzt noch irgendwelche Fragen zu den Montagsangeboten, zu irgendwelchen Düften? Wofür ich auch gerne die Senfzirkel verwende. Ich mache das dann so fertig. Hab dann hier drauf, lass dein Auto gut duften. Hier so einen kleinen Anhänger dabei. Vielen Dank. Die Welt ist ein besserer Ort wegen dir. Ne?
Und das verschenke ich auch schon mal ganz gerne. Einfach so auch auf der Straße beim Einkaufen habe ich jetzt letztens noch gemacht. Da war eine Mama mit ihrem Kind und der Kleine war am Zetern und war am Schimpfen und sie zieht ihn so hinter sich her, ne? Und da habe ich auch gedacht, Gott, jetzt machst du der mal eine Freude. Ich habe immer so 3, 4 Stück in der Handtasche und habe ihr so einen Zen-Zirkel in die Hand gedrückt und sie sagte zu mir, ach nein, 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 das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Und ich sagte zu ihr, doch, nehmen Sie mit, nehmen Sie einfach mit, lassen Sie es zu Hause auf sich wirken und alles ist gut. Ne? Die wusste nachher im Endeffekt gar nicht mehr, was sie sagen sollte. Und damit war das getan. Und schon habe ich was Gutes getan und habe ihr das Teil geschenkt. Genau. Und wenn es sie dann eben auch schon mal im Angebot gibt, dann hole ich mir da ein paar und mache das so fertig und verschenke das dann. Genau. Ich würde sagen, ich verschwinde jetzt gleich in mein Bett. Ich bin heute furchtbar müde. Heute war echt ein stressiger Tag. Es lief alles so schnell heute, so furchtbar schnell. Auf der Arbeit war viel zu tun. Dann haben wir heute Nachmittag unseren Pool aufgestellt. Der Jannis freut sich schon wie ein Schnitzel, dass er, ich denke mir mal, ab dem Wochenende dann in den Pool kann. Und irgendwie war heute nichts. Ich habe es noch nicht mal richtig geschafft. Ja, mich in der Story zu zeigen und irgendwas zu erzählen, war heute einfach nicht drin. Aber gut, solche Tage gibt es, ne? Abhaken. Ich gehe jetzt gleich schlafen und morgen wird es dann hoffentlich wieder besser. Genau. Boah, mir juckt meine Nase. Das gibt's überhaupt nicht. Deswegen, ihr Lieben, habt noch einen wunderschönen Abend. Schlaft gut und bleibt vor allem gesund. Und wir hören uns wieder. Bis dahin, ciao.